Ausrüstungscheck, Leute. Wir können hier kein Risiko eingehen. Schilde alle geladen? Ja, mein Flammenwerfer auch. Wie sieht's beim Trap aus? Bereit, wie immer. Medic, was ist mit dir? Bereit für den Absprung. Okay, dann sind wir soweit. Sonst ist niemand da, also dann mal los. Okay, und dann ein wunderschönes Moment, hallo meine Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play Evolve, Stage 2. Free to play! Ja, guck mal, die hat echt einen coolen Skin mit diesem Grün, finde ich das geil. Ich bin ja generell ein Typ, der Schwarz-Grün immer geil findet. Und dann auch in einem hautengen Latexanzug für Frauen. Oh, das ist geil. Okay. Wir haben noch was umzubringen. Und ihr seht schon, ich hab mir... Ich sehe Vögel. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich muss einfach ganz kurz nochmal noch mal reingeben und einen Skin kaufen für die Waffe. Sieht echt geil aus. Oh, ey, selbst der Ball hat einen Skin. Geil. Und die Waffe hat einen Skin. Ja, das hab ich gesehen. Okay, aber ganz ehrlich, das Ding sieht mal geil aus. Oh, da hinten ist das Ding schon. Oder auf jeden Fall das Monster, gegen das wir jetzt kämpfen müssen, ist der Krake. Ja, der Krake. Komm ich hier durch, ihr scheiß Fischer. Und ich warte immer noch, bis mein Ding endlich mal geladen ist. Ja, ja, schieß tot, das Ding. Hast du alles gemacht, Digga? Sehr nice gemacht. Noch ein bisschen? Noch ein bisschen? Noch ein... Da ist viel, glaube ich. Markiert. Oh, das Ding ist schon eingesperrt. Hier. Hier, ein bisschen einzeln, das Ding. Oh! Ey, das sieht ja krass aus. Boah! Was ist denn mit mir? Oh, was war mit mir denn gerade hier? Was zum Teufel ist das für ein fucking Vieh, Mann? Ich werfe hier aber die ganze Zeit. Was zur Hölle? Wer zum Teufel hat das Movement von dem Vieh entwickelt? Auf jeden Fall fehlt es ab und zu mal an der Nachladeanimation. Ist mir auch schon öfter aufgefallen, dass ich einfach mal, wow, einfach so meine Waffe nachgeladen ist, obwohl ich da gar nichts gemacht habe. Warum geht das Vieh nur auf mich? Aua, 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 aua. Wo ist das Vieh hin? Du hast das Viech erwischt. Da oben. Ja, ich muss es nur ganz kurz mal. Schilde auf voller Stärke. Ah. Jetzt sehen wir das Vieh. Probieren wir es doch mal mit dem kleinen Stinker. Oh Mann. Geh doch nicht auf mich hier. Da kann sein, dass ich die Schwachstelle von dem Vieh bin, weil ich das ja markieren kann. So ein Mistvieh, ey. Komm, Boys, hinterher. Das Vieh gönnen wir uns hart. Oh, ich bin gerade zu nah am Mikrofon gewesen. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich kann natürlich auch reinflüstern, wenn euch das besser gefällt. Oh, muss hier hoch. Oh Mann, das Ding ist, war schon so weit weg. Okay, es ist flink. Es ist scheiße flink, das Vieh. Noch brauche ich meinen Orbitalscanner nicht benutzen. Jetzt sehen wir es nicht mehr. Jetzt müsste ich den wieder benutzen. Machen wir mal. Wo ist es? Da ganz, ganz hinten. Ach, du willst mich doch wohl... Oh, Mann. Das ist echt das Dumme an diesem Vieh auf jeden Fall. Man muss immer so weit rennen. Aber ich finde das ja cool. Ich meine, das Spiel sieht ja geil aus. Ich meine, gönnt euch mal das hier. Gönnt es euch einfach mal. Boah, Mann. Muss ich auf alles ballern, Digga? Wo haben wir denn das Vieh? Gleich kann ich es ja machen. Ach, da. Da ist es. Kinder. Ich muss es nur einmal treffen. Ja, schön für dich. Da ist es. Da ungefähr. Ich
du kannst wegrennen, aber dich nicht mehr verstecken. Jetzt hab ich's. Scheiße, geil. Geil, geil. Nachladen. Zing. Ich hoffe mal, dass auch alles perfekt aufgenommen wird. Ich habe immer noch dieses Gefühl, wenn du zum ersten Mal ein Spiel aufnimmst, dass es dann vielleicht irgendwie noch so ein paar Probleme gibt. Weil ich nehme mal hier gerade die ganzen Folgen alle im Stück auf. Wow. Oh, das ist viel flink. Ich hasse es jetzt schon. Los, geister dich da mal raus. Na komm schon, Boys. Ich bin doch hier nicht der Einzige, der gerade spielt, oder? Dann ist es. Noch nicht. Monster gefangen. Wie Fliegenpapier, Baby. Die dicke Fummel lebt noch. Oh Mann. Lad nach. Oh ja, macht es wieder keine Animation. Jetzt macht er wieder Animation. Das war's. Jetzt richten wir endlich richtig scharf. Ja, nice. Jetzt machen wir das Ding VM1. VM1 ist aus Pokémon, das heißt der Schneider. Wollte ich mal ganz kurz erwähnt haben. Alter, macht die Schmesser. Ah, oh, was? Oh, ich hasse die Attacke, ne? Ey, das Vieh hat aber nicht viel Leben, kann das sein? Wow. Aua, aber es teilt aus wie sonst was. Geh weg von mir. Hab ich noch geschafft zu markieren? Ja, ich hab's noch geschafft. Nice. Dankeschön. Oh, da hab ich auch noch mal, da hab ich echt noch mal Glück gehabt, dass da noch meine Attacke ganz schnell gezogen hat. Echt nur ich, ne? Meine Mates haben ja auch Glück gehabt, dass ich so ein guter Spieler bin. Ich meine, ich spiele hier andauernd als Prepper, ne? Dann wird man langsam besser. Ja, verdammt. Okay, ich weiß jetzt nicht, warum das Vieh auf einmal grün geleuchtet hat. So, ja, jetzt sehen wir es nicht mehr. Ey, das sieht auch so hässlich aus. Geh weg von mir. Da ist es. Da war es gerade. Glaube ich. Dahin auf jeden Fall, Boys. Hm. Da ist es. Gibt's in deiner Dimension auch Schmerzen? Haha, kein ödes Versteckspiel mehr. Na, verdammt, nicht mehr erwischt, ne? Ne. Schade. Oh, oh, unser Schild ist wieder aktiv. Kuppel, unsere Kuppel. Komm her, Mama. Ja, das habe ich schon vorher gemacht, Digga. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt kommen wir erstmal eine schön lange Verfolgungsjagd. Yay! Oh Mann, das Spiel sieht einfach so schön aus. Vor allem läuft es flüssig wie Sau. Es läuft einfach die ganze Zeit durchgehend mit 60 FPS flüssig. Komm. Wisst ihr, was auch geil wäre? Wenn das Spiel irgendwie... Ich weiß nicht warum, irgendwie so ein Story, also nicht Story-Modus, einfach so ein Monster-Jagd-Modus. Wo du dann mit Leute gegen einen Bot, gegen ein Bot-Monster spielst. Also wie mehrere verschiedene. Ich meine, so ist ja auch geil, wenn du gegen andere Spieler kämpfst. So, was ist das Ding? Da oben ist das Vieh auf jeden Fall. Hier auch. Ja. Yeah. Ich sehe es nicht. Es müsste sich irgendwo in der Nähe befinden. Das muss warten, bis es irgendwie aufgeladen ist. Okay, da hinten hat es einer gesehen, glaube ich. Sieht immer diese. Ich weiß nicht, wie man die nennen soll. Die Leute, die einfach immer alles markieren. Ich glaube, da war was und so nach dem Motto. Oh. Da hinten ist es. Ganz, ganz hinten. Oh, das sieht geil aus. Ich weiß nicht, warum das hier auch so geil aus. Warum ist die Strombasis markiert? Das Ding kann doch gar nicht noch rein. Oh, ich sehe auch gerade oben, dass es nicht mehr lang geht. Das Match noch 2 Minuten noch was. Komm schon, Mann, wir müssen es finden. Und ficken. Schnell. Ich wollte gerade ins Mikrofon pusten, weil da gerade eine Fliege vorbeigeflogen ist. Da habe gerade ganz schnell alles überlegt. Komm schon. Ich habe Sichtkontakt zum Monster. Ausrücken.
getroffen, ey. Nicht mal getroffen, verdammt. Was war das? Achso, Runde endet. In war das, glaube ich, das Symbol. Also das ist dieser Sound gerade. Hier war das Vieh gerade. Boah, ist das nervig. Die ganze Zeit nur hinterher rennen. Das hat, glaube ich, noch nicht so oft Monster gespielt, so wie... Also, ich meine jetzt, ich habe ja auch noch nicht so oft gespielt, ne? Ich glaube, das Vieh ist als Monster genauso gut wie ich ungefähr. Hat sich entwickelt. Phase 3. Macht euch bereit. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch, glaube ich. Wo ist das Vieh denn? Ich meine, es hat nicht mehr viel Leben. Wenn wir es richtig kalt erwischen, machen wir es weg. Wow. Oh, danke schön. Weg mit dir! Ist Vieh. Krieg ich da einen Bonus irgendwie? Nee, ne? Cool, das ist mir noch nie so aufgefallen. Irgendwie ein bisschen Destiny. Ganz kurz. Noch ein kleines bisschen. Jetzt ein kleines bisschen so. Dimension auf Schmerzen. Nice, das muss ich nur noch einmal anhitten. Außer wie Hälfte volle Leben. Ah ja, es kriegt ja Leben, wenn es sich, glaube ich, entwickelt. Oh! Boah, was zum... Ah, was zur Hölle? Es macht mich einfach weg. Es geht nur auf mich, das Vieh. Kann das sein? Sag mal, kann es sein, dass das Vieh nur auf mich geht? Würde mich mal interessieren. Alles haut mich auf den Boden und gammelt dann nur noch bei mir rum. Boys! Medic! Oh, du nervst. Wenn ich jetzt sterbe, kann ich nicht mehr sehen, wie wir das Vieh umbringen. Ah, shit. Er springt genau neben das Vieh hin als Medic. Geil gemacht. Ja, schauen wir uns mal an. Wow. Was für ein Inferno von Pixeln. Oh mein Gott, ist noch einer down? Ja, Mann, bloß weg mit dir. Bloß weg mit dir. Oh, shit. Shit! Die an Snipergewehr? Was? Na gut, als Medic ist man doch eher nur am Heilen. Weg mit dir, Medic! Gib dir Leben! Nice. Komm, nur noch 32 Sekunden. Dann bin ich wieder da, Boys. Dann zeig ich dir mal, wie es geht. Mann, ich würde gerne mitmachen, aber ich kann gerade nur zugucken. Hat das Vieh merkt, dass da oben noch ein Medic ist? Oh ja, es hat's gemerkt. Boah. Der hat's aber drauf mit dem Monster. Mit der Attacke hat er es echt drauf von der Krake. Ich bin wieder da. Beide sind jetzt down und in der Sekunde kommen wir wieder runter. Oh, das Monster muss jetzt abgefuckt vorkommen. Oh, das Monster muss ich jetzt fühlen, ne? Angriff! Rauf da! Dort, Vieh, müssen wir jetzt ficken! Ach, da hinten ist es. Okay, das war's mit der beschissenen Panzerung. Jetzt wirst du Blut! Ah, schieß auf mich! Es geht einfach immer auf mich, das Vieh! Oh, nochmal Schwein gehabt, der es gerissen hat. Boah, war das eine Runde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss.